Also ein englisches Vollblut ist auf Frühreife gezüchtet, seit nicht nur Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten, reinrassig, vergleichbar mit Formel-1-Rennwägen. Und statistisch schließen sich die Wachstumsfugen, die Epiphysenfugen, sagen die Tierärzte, im 26. Lebensmonat. Die Vollblüter kommen auf die Welt zwischen Januar und Mai. Wenn jetzt einer im März auf die Welt kommt, dann ist er eigentlich erst ab Mai so ausgereift, dass man ihn belasten kann in hoher Geschwindigkeit. Ja, und wenn jetzt ein Pferd groß ist und immer wieder überbaut, also hinten höher als vorne, dann sollte man, um sicher zu gehen, dass man das Pferd nicht überlastet, ein Röntgen Bild machen lassen von der Epiphysenfuge, bevor man Gas gibt. Die Herausforderung für einen Trainer ist es, das Limit eines jeden Pferdes, vor allem von den jungen Pferden, einzuschätzen, nicht zu überbieten, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum von ein paar Tagen, sondern eben am Limit zu agieren, weil dadurch der Körper ausgehärtet wird, leistungsfähiger wird für die Zukunft, für die Karriere. Eine andere Studie besagt, das ist eine englische Studie, dass Rennpferde in den Jahren 2002, 3 und 4 wurden untersucht. Und die Pferde, die zweijährig debütieren im Rennen, also reicht schon ein Start, meine ich finde ganz gut, wenn die ein bis viermal laufen. Und ich finde auch gut, dass es in Deutschland limitiert ist auf 8, maximal 8 Starts. Das reicht vollkommen für die Frühreifen auch. Und die Erfahrung zeigt, dass die einfach auch länger halten. Also von den zweijährigen Debütanten laufen siebenjährig 20% und von denen, die nur dreijährig, die erst dreijährig debütieren, laufen nur noch 15%. Also ich versuche, dass die Pferde zweijährig debütieren, laufen können, um die eben stark und leistungsfähig für die Zukunft zu machen. Die Knochen, Bänder, Sehnen, Gelenke, Herz, Lungen, wird alles viel besser stabil gemacht und leistungsfähig. Das ist vergleichbar mit den Menschen. Man wird nie im Leben einen Olympiasieger finden, der erst mit 35 angefangen hat mit dem Sport, sondern die fangen als Kind an. Und die haben auch Spaß dabei, die englischen Vollblüter. Die haben Spaß, schnell zu laufen. Und der staatliche Auftrag ist zwar eine alte Regelung, aber es ist halt immer noch so, dass der Gesetzgeber sagt, ihr Züchter sollt schnelle, leistungsfähige, starke Pferde züchten. Und um festzustellen, wer ist schnell, stark und leistungsfähig, muss man die gegeneinander laufen lassen. Und laufen können die eben nur, wenn sie das von der Genetik her und vom Exterieur, wenn sie dazu in der Lage sind. Also man kann schon sagen, je besser die Abstammung ist und je schöner das Exterieur und die Bewegung, desto besser wird das Pferd dann wahrscheinlich auch. Aber auch da muss man immer auch ans Training denken. Ein super Pferd, was schlecht oder schwach trainiert ist, wird keine Leistung zeigen. Und die Grundvoraussetzungen müssen schon passen. Bevor ein zweijähriges Pferd in Deutschland ein Rennen laufen darf, muss der untersuchende Tierarzt, also das ist in der Regel der Stalltierarzt, ein Protokoll ausfüllen über die Untersuchung eines Vollblutpferdes. Und hier mit klinischen Anzeichen für Infektionskrankheiten, Gliedmaßenveränderungen, Hufkrankheiten, Untersuchungen in der Bewegung, Schritt, Trab, Galopp, Besonderheiten in der Beruhigungsphase, Zusammenfassung für Kreislauf, Atmung, Bewegung, Haut, Augen, andere Erkrankungen und Begutachtung. Und das finde ich sehr sinnvoll, um eben auszuschließen, dass ein Pferd noch keinen rennfertigen Eindruck macht. Ich habe jetzt gerade ein Bild bekommen vom Tierarzt, ein Röntgenbild von der Epiphysenfuge des zweijährigen Hengstes und das schauen wir uns jetzt mal an. Auf der Aufnahme vom rechten Carpus, also Karpalgelenk, Vorderfußwurzelgelenk, kann man ganz deutlich sehen, dass die Wachstumsfuge hier, dieser obere Bereich, was sich so durchschlängelt,
noch nicht ganz verdichtet ist, noch nicht zu ist. Auf der linken Seite sieht man es auch, hier die Linie. Da muss man also noch ein bisschen warten, bevor das Pferd schnell gearbeitet werden kann. Wenn das verdichtet ist, wenn diese Wachstumsfuge geschlossen ist, dann können die Pferde belastet werden. Also dieser Hengst ist ein großrahmiger. Es wundert mich jetzt nicht, dass der quasi noch in der Entwicklung im Wachstum ist. Ist ja auch erst April.